und herzlich willkommen zu SISFUCK, The Stick of Truth. Oh, endlich mit Sprachaufnahme. Ich habe schon mal gespielt, nur ohne Ton. Also besser gesagt, der Ton war dabei, mit Musik, aber ich konnte mich nicht hören. Ich hoffe, man kann mich jetzt hören. Hallo? Ich hoffe, ihr hört mich jetzt. Ja, wie ihr seht, fortfahren, bla. Ich habe mich echt scheiß angenommen bei den ersten Kämpfen und ich bin auch sehr froh, dass da keine Sprachaufnahme. Wahrscheinlich war Schicksal. Nein, es war wirklich Dummheit von mir natürlich wieder. Und ich bin so erfreut, dieses Spiel zu spielen. Ich habe es wahrscheinlich nur bei PewDiePie gesehen. Und ich war so. Bitte nicht, jetzt zeigt mir das nicht! Leute! Und ich wurde so oft gespoilert von Leuten. Und ich dachte nur so, oh, ihr könnt ihr einfach die Fresse halten. Aber jetzt spiele ich's für euch. Und wir spielen natürlich ein neues Spiel. Ja, ich weiß, Mama, dass alles gelöscht wird. Aber es ist auch gut so. Ich hab vorher mich dumm ehrlich, das hättet ihr sehen sollen. Aber jetzt halte ich meine Fresse. Dara. The humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the human's most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change. As news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the Drow Elves can manipulate his mind and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Wo ist die epische Musik hin? Das Hausberg hat ein paar Probleme. Das war jetzt nicht ich. Das ist Southpark schuld. Naja, ist ja trotzdem episch. Wow. Ich bin so aufgeregt. Ich will meinen Charakter jetzt erstellen, bitte. Und bitte macht epische Musik dazu. So, Per. So was meine ich. Also, wir können uns natürlich schwarz machen. Ein bisschen gebräunte. Ist das denn eine Farbe? Was ist das? Whiten? Way Jersey. Wir sind natürlich, normal weiß. Und, ich werde die Frisuren. Nein. Ich hatte. Was hatte ich für eine Frisur nochmal? Oh, wir können so ein. Wie cool ist das denn? Ich könnte mich als Jared Leto verkleiden. Nein. Ich mache natürlich wieder meine Frisur. Was ist das denn? Hässlich. Wo ist denn die Frisur, die ich hatte? Ich hatte so eine richtig coole. Und die Musik ist richtig cool. Wie immer. Wo ist diese scheiß Frisur? Katz. Ich raste die aus. Sonst mache ich mich als Emo gleich. Okay, ich nehme Mohawk jetzt. Kein Bock. Ja, ich mache ihn pink. Das ist perfekt. So, dann geht's zum. Hallo? Achso. Weiter zu den Kleidungen. Was ziehen wir denn an? Ist das nicht von Wendy? Nein, wir ziehen doch keine Mädchenkleidung an. Hallo? Kein Mädchen. Das ist ein richtig cooler. Ja, ist cool. Und dann nehmen wir sowas.
Irgendwie erinnert mich das an irgendeiner Folge. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich nehme das. So. Haben wir was im Gesicht? Keine Sommersprossen. Oh, wie süß. Ah, wir haben eine Narbe. So wie Ruffy es hat. Wie cool. Ah, haben wir eine Brille? Nein, voll uncool. Das, gibt es hier Sonnenbrillen? Ja, das würde wirklich passen. Ich meine, wenn wir schon einen Mohawk haben und fast so aussieht wie Jared Leto, dann müssen wir die Brille tragen. Okay. Wahrscheinlich jetzt so wie Jared Leto. Das ist der Sänger von 30 Seconds to Mars, Leute. Warum kennt ihr den nicht? So, sie sehen perfekt aus. Ich finde ihn perfekt. Perfekter als meine erste Figur. Perfekt. Okay. Wir sind einfach geil. Wir sind voller Badass. South Park. Das Spiel hat irgendwie voll die Macken, oder? Das hatte ich noch gar nicht. Irgendwie ist alles so spät. Oder bin ich... Sehe ich das so nur? Well, I think that's everything. Nein, doch nicht. We did it, hun. We're really moved in. Doch. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. So kacke, wenn das Spiel so nachlädt. Was ist denn schon wieder los? Hun, you all dressed? Hey, champ. How do you like your new room? Sie sieht so geil aus. Sie sieht so hübsch. Ich finde das so cool. I know it's a big change for all of us, but son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? Nein. Und wieso redest du, ohne irgendwas zu sagen? Ich glaube, er hört das wirklich nur so, in dieser Sprache. So, er sagt was, ein Vater sagt eigentlich was, aber ja, ich muss das echt nochmal schicken. He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Okay, kann ich machen. Das ist so gruselig. Right, get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. So witzig. Yeah, we love you too. Das ist ja gut. Das wäre nämlich auch lieb. Okay, neu, der neue in der Stadt. Wir sind so geil. Schaut uns an. Wir sind so richtig awesome. So. Gerd, kann ich das aufmachen. Da ist aber nichts drin. Ist ja doof. Und wie kann ich das schließen? Achso, okay.
Hiermit kann ich schlagen. Und hiermit kann ich forzen. Ah, ich liebe dieses Spiel. Und hier kann ich auch rennen. Was ist das? Wer war das? Da hat irgendjemand gelacht. Hä? Okay. Wer hat denn hier gelacht gerade? Komisch. Richtig komisch. Aber geil. Was die Tür auf! Bitch! Okay. Komischer Junge. Ist hier was drin? Die Steuerung ist ein bisschen kacke. Ich sollte meine Dinge zollen. Meine Tastatur! Weil meine Leertaste kaputt ist! Und ich hab sie auch jetzt gleich. Da hab ich's. So. Das ist nur ein bisschen kacke, weil ich überall schon was drin habe. Ja, das hört sich irgendwie auch nicht gerade besser an. So. Jetzt ist sie drin. Gehst du? Hallo. Ich will nicht. Wieso will sie denn nicht? Willst du mich verarschen? Hallo. Achso, danke. Geht doch. Mann, immer dieses, dass man aggressiv sein muss. So. Dann kann ich das Klo benutzen. Die Steuerung ist ja auch ein bisschen knifflig. Was muss ich drücken? S. Was? S? Ah, ich bin nicht schnell mit S. Na geil. Was muss ich denn machen? Hä? S. Smashing Button. Und jetzt ist da was drin. Ein Klumpenscheiße. Geil. Warum denn auch nicht? Hol die Klumpenscheiße raus aus deinem Klo. Lass uns das schon mal nach unten gehen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich noch was in von dem Elternzimmer, aber wo ich letztens so lange gross hier rumgelaufen bin, hat mich mein Vater rausgeschickt. Weil ich versehentlich so viel gefurzt habe. Es tut mir leid. Ich habe halt so viel Chilis gegessen. Okay, Schatz. Ich meine, okay, Mama. Okay, Schatz. Was? Ich meine, Mom. Geh doch raus jetzt. Ich habe keinen Bock, dein Vater schon wieder. Hier, da ist unser Dad. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Oh ja, sorry. Der Vater ist voll aggro. Ich hab gesagt, du sollst rausgehen, du kleine Hure. Mach jetzt endlich Freunde. Für mich ist voll gestresst. So kann man gar keine Freunde machen. Oh Gott. Wurdet ihr auch öfters rausgeschickt von euren Eltern? Ich schon. Jedes Mal. Von meiner Mom. Ich glaube, sie wollte mich loswerden. Geh mal ein bisschen in den Wald! Spiel mal ein bisschen! Okay. Angefurzt, Bitch. Komm mal da rein. Ich will mal Rechtsklick drücken, weil eigentlich ist das normal für ein Spiel, aber nein. Sourcebug. Geh hoch. Können wir uns auch dabei? Nein, können wir nicht. Oh, ich finde diese Bewegung schon richtig lustig. Warte, drücke J, um deine Questübersicht zu öffnen. Aha. J. J. So. Ja, mache Freunde, bla bla. Das ist hier doch. Unser Vater hat das uns ja sehr häufig jetzt gesagt, dass wir kacke Freunde machen sollen. Aber wir sind so cool. You shall die by my Warhammer, Drow Elf! I banish thee to the forest realm! That way I banish you first! Aha! You can't hold out much longer! Help! Somebody! I can't hold out much longer! Help! Ouch! Hey, no fair! That's cheating! I'm gonna tell my mom! Thanks, kid! I didn't realize he had a health potion! My name is Butters the Merciful. I'm a paladin.
I live right next door to you. We should be friends. Ja, das sollten wir werden. Herr Butters als Freund. Hey, ihr alle, wir haben einen Neuen, der mit uns spielt. Und er und ich sind Freunde, also wird ihn niemand ärgern. Ah, weil du uns beschätzen wirst, Butters. Das ist aber süß. Hm. Ich fühle mich schon fast sicher, wenn Butters in unserer Nähe ist. ich find's niedlich. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Okay. Hey, where are you from? Daher komme ich. Where'd you live before moving here? You like Colorado? Das ist ein Colorado. All hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Take thy kingdom. The kingdom. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Shut up. No. Not now. Warte, ich muss looten. Ah, klar, ich bin gerade schon das. Es ist so anstrengend, hier die ganzen Knöpfe hier zu drücken. Oh my! Don't talk to her, she's not part of the game. Okay, dann. Is that Spanish? Rede ich nicht mit deiner Mom. Rede nicht mit ihr, sie spielt nicht das Spiel. Aber geil. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Wundervoll. Wundervoll. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Mm-hmm. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. Diabetes? And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kini, the fairest maiden in all the kingdom. Uh-huh. Don't ask why Kini wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Okay. Dann frage ich natürlich nicht nach. Wenn du das so sagst, hey. Okay, sprich mir Carmen. Hey, where the hell are you going? Ich kann auch gehen. Oh, wahrscheinlich, ja. You may have heard of my deeds at the Battle of Stark's Pod. Okay. That's the line the Grand Wizard gave me. Mm-hmm. Sorry, but the Grand Wizard told me to stick to the script. Okay. My loyalty is as incurable as my diabetes. What the fucking hell? Ja, ich keine Skrupel. Das ist so übel. Oh Gott. Da ist eine Blume. Kann ich die nicht? Yeah. Okay. Dann reden wir mit. Wir haben Kenny als Freund. Ich wollte sagen, als Freundin. Weil Kenny mich so zerstört mit seiner Welt. Ja, okay, wir reden jetzt mit. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Wie sollen wir denn heißen? Dein Name ist... Oh Gott, ich weiß es nicht. Aber er wird uns eh Duschbecken nennen, ich hab das schon gemacht. Also, nennen wir uns KK. Wahrscheinlich, jetzt heißt es so, du nennst dich wirklich KK, nein? So. Er merkt es so. You entered Douchebag, is that correct? Ja. Are you sure you want to keep the name Very ja. Well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief, or Jew. Auf Distanz. Es gibt, ja, das habe ich auch schon gemacht.
Es gibt natürlich Klassen. Wir sehen richtig geil aus als Kämpfer mit dem Stirnband. Das erinnert mich an eine Folge, wo die mit Anime das machen. Mit hey, los geht's. Kind, hör zu. Potanuna Mono, für seinen Sack. Aber wir wollen kein Kämpfer sein. A mage is like a wizard, only not as cool. Wie cool, wie aussehen. Ich liebe uns. You look sneaky enough to be a thief. Wir sehen, You look sneaky enough to be a thief. Ah, wir sehen gestohlen genug aus wie ein Thief. You, huh? So I guess we'll never really be friends. You look sneaky enough to be a thief. A mage is like a wizard, only not as cool. Wir sehen so geil aus, so. Ach, Mann. Das sieht so cool aus. Mit dem Mantel. Oh, Mann. A fighter has courage, honor, and the ability to kick fucking ass. Ich kann mich nicht entscheiden. Jetzt, wo wir richtig cool aussehen, kann ich mich nicht entscheiden. You look sneaky enough to be a thief. Ich nehme den Dieb, weil der Dieb trotzdem cool ist und bla 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 bla. Ich muss mich rechtfertigen. We welcome to our kingdom, Douchebag the Thief. Hooray! Yay! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Okay, mach ich. Good point. Would you like to see my wares, sorry, weary traveler? Perhaps, yeah, you would like to hear tips and rumors for $2? Tipps und Gerüchte sind nichts wert. Das sind nur Tipps und Gerüchte. Also es ist gar nichts wert. Was können wir denn nehmen? Das können wir nicht nehmen. But don't let it bother you that there's a game to be played. Ja, Schnotte. Ich gucke doch nur, Vorschau. Okay, komm. Ah, a lovely purchase. A lovely purchase. Ausrüstung? Können wir noch nicht nehmen. Feinheit können wir auch nicht nehmen. Waffenaufsätze können wir auch noch nicht nehmen. Schade, schade, schade. Dann gehen wir wieder zu... Achso, wir müssen das jetzt erstmal annehmen. Und wir haben es angelegt. Schießen. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clad. Beat up Clad. Clad? What? Kick Clad's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clad, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. I'm gonna kick your ass. Clad, you have to wait your turn. That's late. No, Clad, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clad. I know it's lame, Clad, but that's how we're fucking doing it. Alright, douchebag, bash Clad's face in. Don't be shy. Okay. Ich hab das auch schon mal gemacht. Und ich hab richtig verkackt. Aber ich weiß jetzt, wie es wirklich funktioniert. Ah. Oh, hell yeah, Clad's your bitch. Alright, Clad's wearing Clad, armor. In order to hurt him, I want you to hit Clad as hard as you can. Okay. Mach ich. Oh! Didn't count! Power attack, douchebag! You need to really hurt Clyde! Hä? Oh. Ich muss gegen sie tun. Wenn deine Waffe blinkt, klicke mit der rechten Maus. Come on, fight! Für... Ja, knappe! Ich lese doch hier gerade für einen Machtangriff. Okay. Ah! Oh, I dodged that. If that was a power attack, how come Clyde isn't crying? Ja. Das war scheiße. Aber nur weil du mich abgelenkt hast. So. Kick. Super weak, dude. I don't even want to think about what I just witnessed. Let's move on. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bows. Clad, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bows. Okay, kick mit der rechten Maustaste, wenn du die Anzeige zum Blocken siehst. Die rechte Maustaste? Klicke mit der rechten Maustaste. Achso. Okay. Prepare yourself. Scheiße. No, I said protect. Protect your back. Ja, ich hab das schon gelesen. Mist. So. Yeah, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clad. Danke. Flocken reduziert einigen, aber nicht den gesamten Schaden eines Angriffs. Okay. Alright, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short.
Pee-pee. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's pee-pee. Ellie. In fact, use your thief ability to make Clyde pay for insulting the king. Mach ich. So ein Arsch. Niemand lacht den König hier aus. Hast du das verstanden? Bams, Junge. Dude, that was pretty lame. Try it again, dude. Okay. Das war lahm. Okay, dann nochmal. Didn't count. Do you have some kind of problem with authority? Do what I told you. Use your authority. Ja, ich hatte gerade... Ich bin so schnell auf die Tastatur gekommen. So sah das... Besser gesagt, ich habe gar nicht geblockt. Ihr müsst jetzt nicht sagen, boah, bist du scheiße in Angriffen machen. Ich hab, die erste Aufnahme habe ich gar nicht geblockt. Und ich mache lieber weiter, bevor Cartman schon wieder sagt, jetzt mach weiter. War das gut? Wipe that smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take that. Critical hit. Oh, fuck it. Oh ja, jetzt mach doch es. Aber er ist, blutet sowieso. Wir können keinen Mana mehr einsetzen. Scheiße. Ah, fuck! Jetzt hab ich... Das will ich gar nicht. Wie kann ich denn zurück? Achso, abbrechen. Huch! Okay, dann... Müssen wir ihn schlagen. I dodged that. So! Junge! Jetzt abwehren. Gut! Gut! Oh, endlich! Endlich hab ich geblockt! Ich hab... Dude, that was awesome! You were all like, bam! And Clyde was all like, nah, nah. Okay, okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Okay. Dann ab ins Zelt, sag ich dann mal nur. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The Stick of Truth. The Stick of Truth. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the Stick of Truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! Alarm, alarm, alarm! Alarm, alarm. What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive positions! Okay. Aber erst schaue ich mich hier um. Er hat ja gar keinen coolen Zeug hier. Außer den Stab. Douchebag, come help us! Ja, ja, ja. Man the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Clyde, guard the Stick of Truth while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye! We're not playing pirates, Clyde! Aye, aye! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! Okay, mach ich. Lena! Den helfe ich zuerst. Ich helfe dazu. Butters! Butters, you're losing! Nicht Butter schlagen, ja? Butter ist mein Freund geworden. Do it, douchebag. Kick these elves' asses. Mach ich. Er blockt. You're wounded, Bad. Douchebag. Potions will heal you. Here. Ja, er hat mich doch zuerst angegriffen. Was soll ich denn machen? Ich hab noch abgewehrt. Erstmal ein bisschen Klumpenscheiß essen. I have to go to the bathroom. Ja, es hilft niemanden. Das war jetzt echt schwach, dass ich das genommen habe. Du kannst in jeder Runde erst einen Gegenstand verwenden und dann angreifen. Sobald du angreifst, ist die Runde für dich vorbei. Verwende also zuerst einen Gegenstand. We'll say you can have one potion every turn. I asked for five, but this was a compromise. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks. Okay, mach ich. Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground. Weak and helpless. Kick the shit out of him. Dance. Awesome, you kicked his helpless ass. Now finish off these elves in the name of the Wizard King. Okay, mach ich. Wen greife ich denn zuerst an? Ihn, oder?
verärgert. Crater! Gut. Okay, er ist aber schon weg. Gut, dann verwenden wir jetzt unseren Mana-Angriff. So cool gemacht. Und weg mit dir, kleine Schnitzel, du. Ja. Das war einfach. Alles nehmen. I got you back! Ich bin unter meinem Rücken. Swear to God, Gianni, you keep fighting like a pussy. I'll come over there and kick you in your diabetic nuts. So. Und jetzt greift mich nicht schon wieder an. Ich hab's erst angegriffen, ja? You got this, douchebag. Suck on this. Ey, die greifen immer als erstes an. Die sind voll die gemeinen Schnappen. Aua. What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass. Ja, oh. Ach so. War das nicht dieser Typ, der, das kontert? Der ist ein Arsch, ne? Stop sticking around! Ja. Oh man, you totally so waiting for me, dude. Kind, you can't just hit him like that. Hit him like that. Gegen in Konterhaltung können Angriffe mit Nahkampfwaffen kontern. Benutze gegen die Pfeile oder Fähigkeiten. Okay, you need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Mach ich. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mist. Jetzt kann ich ihn treffen. Man, I could be watching TV right now. Ja, das könntest du machen, aber warum tust du nicht? Und weg mit dir. Yeah, bitch, that's what you get for fucking with the Wizard King. I don't want to play anymore. Uh-oh. Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Okay. Dann machen wir das so. Kleine Nutte. Critter! Ah, ich kann nochmal angreifen. Und weg mit dir! Great job, douchebag! Boom! Diese Aufnahme ist gut geworden. Bei der ersten Aufnahme habe ich echt. Ich musste echt belebt werden wieder. Peinlich. Fight to the last man! Ja, oh, ganz ruhig. Alles ist gut. No Darf kidding, ich erstmal hingehen? Er ist so gemein, deine Kitty. Oh. Was soll deine Kitty machen? Ihn anpissen? Das ist so fies. Let's do this, douchebag. Okay, mach ich jetzt. Achso. Er kontert, dann kann ich ihn nicht so angreifen. Und er hat ein Schild. Okay, that guy has a shield. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Schilder blocken eine Anzahl Treffer vollständig. Benutze gegen die normale Angriffe oder Fähigkeiten, die viele Schaden bringen. Okay. Mach ich. Dann machen wir den erstmal weg. That all you got? Hell yeah, that's how you do it. The other elf let his guard down. Now's your chance. Power attack his armor. Rüstung senkt den Schaden durch Treffer. Benutze gegen Rüstung, Machtangriffe oder Fähigkeiten, die schwerer an. Okay, mach ich. Also ich dachte erst dran. Also ich kann das gar nicht machen. Schade. Dann hier. You'll pay for that. If you don't hit this bitch as hard as you can, her armor's gonna soak up all the damage. Ja. Warum kann ich denn nicht das machen? Das ist ja doof. Oh, motherfucker! Motherfucker! That was a power attack. It was the weakest power attack in the history of power attack. Irgendwie schaffe ich nie eine Power Attack zu machen. Ich bin zu schlecht da drin. Mir dann nicht, ne? Alter! Jetzt mach eine Power Attack bitte. Das ist ja perfekt. Okay. Aber oh, wir schwächen ihn gar nicht. Das ist ja zu hoch. Wieso? Oh, mit unserer Mana-Angriff-Dinges können wir ihn richtig krass abführen. This sucks. Oh, this suck. Okay. Alter. Das vernichtet uns ein wenig. Was war das denn jetzt?
Ich werde wahrscheinlich wieder wegen ihm verlieren. Oh. Was soll das denn jetzt? Oh, jeez. Aua. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich sterben. Keine Ahnung. Oh, it's on. Ich... Now. Ja. Ich hoffe einfach... Den bin ich auch letztens gestorben. Komm, er hat noch so wenig Dingens. Perfekt. Komm, das schaffen wir. Ah, scheiße. Das war... Das, was ihr noch braucht. Keine Dingens. Scheiße. Ey, das oh mein Gott, you fucking died. Okay, I'm gonna bring you back to life with this special potion. Okay. Ey, wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir schon längst verloren, aber nein. Jetzt ist es aus, Park, ihr lasst mich einfach verlieren. Come on, fight! Ja, jetzt hätte ich auch einfach mal. Wer mich verarschen mit ein. Mit ein TP? Ist ja Bastard, ey. Ich hätte meine Familie im Schlaf! Junge. Unser erster Kampf. Und ich hab wieder gesehen, was ich. Na, okay, ich hab. Mehr gelost als eigentlich vorgesehen. Aber es war wahrscheinlich ein Tutorial, dass du. Drow Elf, fall back! Fall back, I say! Fall back, I say! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole elf! Better luck next time! Na 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 na! We still control the universe! It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. Clyde, ehrlich. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Oh, man. Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that. Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah, go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. If you can make me a douchebag, I sure can fight! Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. Oh, God. No one cares what you think. The stick of truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Okay. Butters, go with it! Yeah, Butters! So, der neue in der Stadt. Erfüllt! Ah. Guess I'm minding yourself now. You need any weapons or armor? Here's what we're selling today. King of the Kriegers. Jugendstab. Sichelschwert der Gläubigen. Was ich nehmen wollte, ist den... Was wollte ich denn nehmen letztens? Ich wollte den nehmen, glaube ich. Betäubungsschlag schwächt den Angriff des Ziels bei perfekten Angriff. Durchdringt 5 feindliche Rüstung. Hm. Betäuben, es hört sich schon gut an. Ich nehme. Oder was ist das? Hä? Hm. Ich nehme mal erstmal das hier. Good choice! Ja, dann. Brief an Shriek. Der Timmy Express, aber wir haben doch gar keine Fackel, Fahnen. So, Butters Begleiter freigeschaltet. Hey, finde Craig. Und die anderen Idioten. Kann ich jetzt mit ihr reden? You kids be careful now. Okay. N? Was kann ich mit N machen? Okay. Was kann ich denn als erstes machen?
Kann ich jetzt gucken? Erhöht den Schaden deiner Angriffe mit Meucheln. Erhöht den Schaden deiner Angriffe mit Abziehen. Meucheln. Auf jeden Fall. Suppi! Meucheln ist freigeschaltet. Wir haben 3 Freunde mehr. Klick auf Gefällt mir, wenn du findest, dass ich die schönste Maid im ganzen Land bin. Also wirklich, Prinzessin Kenny, du musst das nicht ständig posten. Okay, verrückt. Was? Ich habe einen Schlüssel bekommen. Butters Hausschlüssel. Ah, okay. Wir können sogar zu Butters zu Hause. Wir haben Pfeile, das ist so cool. Wie kann ich denn die Pfeile? Ah ja, so. Yeah, fuck it, shit up. Yeah, fuck the shit up. Aber, ich sehe auch schon, dass wir 30 Minuten jetzt gespielt haben. Besser gesagt, wir haben ein bisschen länger gemacht, weil ich richtig abgekackt bin mal wieder in dem Spiel. 40 Minuten! Holy moly! Das ist eine lange Folge. Deswegen sage ich jetzt erstmal ciao und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei South Park. Oh mein Gott, das ist so cool, dieses Spiel. Ciao.